8 Tipps, um die Security in deinem Kubernetes-Cluster maximal zu erhöhen. Tipp Nummer 1, nutze nicht den Root-User für deine Container. Standardmäßig werden Container in Docker mit dem User Root ausgeführt. Wird das dann im Pod gemacht, wird der Befehl auch auf dem Knoten, auf dem er ausgeführt wird, mit Root durchgeführt, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Auch wenn Kubernetes integrierte Schutzmechanismen hat, um das Anheben von Berechtigungen mit diesem Mechanismus zu verhindern, besteht hier immer ein Risiko. Vermeide diese Situation, indem du in deinem Docker-File explizit einen User angibst. Das geht ganz einfach, indem du oben in deinem Docker-File den Befehl User benutzt. Tipp Nummer 2, beschränke den SSH-Zugriff auf deine Nodes. Es kann sein, dass der SSH-Port 22 geöffnet ist, um Debugging zu ermöglichen. Konfiguriere in diesem Fall den Knoten über deinen Cloud-Provider so, dass der Zugriff auf Port 22 nur über das VPN deiner Organisation oder über einen speziellen Bastion-Host möglich ist. So ist der SSH-Zugriff weiterhin möglich, ohne dabei für Angreifer geöffnet zu sein. Tipp Nummer 3, überwache die Policy-Logs. Überprüfe regelmäßig alle Logs im Ordner var-log-audit-log, um Bedrohungen zu identifizieren, den Ressourcenverbrauch zu überwachen und die Schlüsselereignisse des Kubernetes-Clusters immer im Blick zu behalten. Die Standardrichtlinien des Kubernetes-Clusters sind in der Datei auditpolicy.yaml definiert und können für spezifische Anforderungen angepasst werden. Du kannst ein Open-Source-Tool wie FluentD benutzen, um die Logs alle zentralisiert zu sammeln. Tipp Nummer 4, vermeide Node-Ports und Load-Balancer als Services. Es gibt in Kubernetes verschiedene Services, Cluster-IP, Node-Port und Load-Balancer. Alle helfen dir, Traffic zu deinem Port zu routen. Verwende immer Cluster-IP. Node-Port und Load-Balancer ermöglichen externen Traffic in dein Cluster. Externer Traffic innerhalb deines Kubernetes-Clusters sollte immer über einen Ingress-Controller geschehen. Tipp Nummer 5, verwende Role-Based Access Control. Nutze RBAC, um festzulegen, wer mit welchen Berechtigungen Zugang zur Kubernetes API hat. Ab Kubernetes Version 1.6 ist RBAC per Default aktiviert. RBAC erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen, indem es eine zentralisierte Verwaltung von Rollen ermöglicht, anstatt die Berechtigungen für jeden Benutzer einzeln zu konfigurieren. Es ermöglicht eine sichere und granulare Verwaltung der Permissions und kann in der Cloud einfach mit Identity Tools wie zum Beispiel Azure AD verknüpft werden. Tipp Nummer 6, verschlüssele deine Secrets. Secrets speichern sensitive Daten wie Passwörter und API Keys. Kaum jemand weiß es, Secrets liegen immer unverschlüsselt auf der Kubernetes-Datenbank etcd. Sie sind einfach nur Base64 encoded. Um die Sicherheit zu erhöhen, konfiguriere Encryption at Rest für deine Secrets. Konfiguriere in RBAC, dass niemand Watch- und List-Permissions auf die Secrets hat und nur zwingend nötige User und Komponenten die GET-Berechtigung auf Secrets bekommen. Tipp Nummer 7, sichere den Zugang zu etcd. Access to etcd ist wie Root-Zugriff auf das komplette Cluster. Selbst Read-Only-Rechte können einfach eskaliert werden. Stelle sicher, dass die Kommunikation mit etcd immer verschlüsselt ist und dass alle Clients Zertifikate für die Authentifizierung verwenden müssen. Du kannst etcd-Server sogar hinter deine eigene Firewall isolieren und so sicherstellen, dass nur der API-Server darauf Zugriff hat. Tipp Nummer 8, vermeide das Bereitstellen von Objekten im Standard-Namespace. In Kubernetes bieten Namespaces eine Möglichkeit, Ressourcengruppen innerhalb eines Clusters zu gruppieren. Sie sind perfekt für Umgebungen, in denen mehrere Benutzer über mehrere Teams oder Projekte verteilt sind. Alle Objekte, die keinem Namespace zugewiesen werden, landen automatisch im Standard-Namespace. Dabei ist es einfach, dass bösartige Container in der Nähe von anderen wichtigen Workloads landen können. Verwende daher immer spezifische Namespaces für alle Ressourcen. Wenn du dich für das Thema Security in der Cloud interessierst oder Unterstützung bei dem Thema in einem Projekt benötigst, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören.